Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf das Video von The Snowman. Er hat ja letztens unsere Stadt vorgestellt und das Video ist genau vor einer Minute angekommen und wir reagieren darauf. Und ich würde sagen, ich laber nicht so viel, sondern wir schauen es uns einfach an. Und ich halte das Video einfach mal ein paar Stellen an und sage meine Meinung dazu. Herzlich willkommen zurück. Also bitte, ja. Hallo und herzlich willkommen zurück auf The Snowman zu einer Map-Vorstellung. Was? Eine Map-Vorstellung? Du hast es nicht selbst gebaut. Nee, ich habe es nicht selbst gebaut. Sondern das hier ist eine schöne, große Minecraft-Stadt von The Red Gamer, Astur und Let's Play Nick, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Let's Astur. Eigentlich Astur, aber nicht so schlimm. Der Nick, die haben das Ganze hier gebaut und die wollen das auch als Einsendung bei Josef machen. Ich bin ja der Einsendungsmaster hier. Und deshalb dachte ich mir, beziehungsweise sie dachten sich, dass ich diese Map mal kurz anschauen könnte. Viel Spaß. Hier ist der Startpunkt auch. Ich hoffe, ich habe alle Sounds sind an. Genau. Wenn man, das sind super magische Schilder. Wenn man da Rechtsklick drauf macht, dann passiert sogar was. Texture Pack Test. Super magische Schilder. Darüber reden wir noch, ne? Ja. Eingang, da habe ich gehört, man wird zum Eingang teleportiert. Also, dieses Schild lügt nicht. Credits anschauen soll ich wahrscheinlich erst am Ende machen und die Einführung, Ist jetzt meine da gucken wir Stimme. doch einfach mal ganz fix drauf. Hallo und willkommen im Minecraft-Stadtprojekt. Schön, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Inhaber dieser Map ist Aztur, oder auch Lobis genannt. Er hat uns angestiftet, hier mitzubauen. Natürlich aus Spaß, Das sind wir alle. verstehst du? Wo war ich? Ach ja, hier kannst du vieles entdecken, wie eine U-Bahn, welche dir vom Fahrstil her bekannt vorkommen sollte. So wie zwei kleine Malls, bis hin zu einem kleinen Sägewerk in einer Försterei. Die Credits solltest du dir erst zuletzt anschauen. So wirklich solltest. Aber naja, das war's auch für den Anfang. Viel Spaß beim Erkunden der Map. Yes, die Tür beim Mad Market ist etwas sensibel. Ärgere sie also nicht allzu sehr. So, ihr habt's gehört, wir sollen die Tür beim Red Market ärgern. Ja, ne. Finde ich schön, dass das hier so eine kurze Einführung ist, nicht wie bei mir 3 Minuten Gelaber. Ich will einfach mal auf Eingang gucken. Oh, wo sind wir hier gelandet? Ein Bild. Ein Ich Eingang. darf es nicht kaputt machen. Wir sind hier auf einem Server, das gehört gar nicht mehr, aber. Da ist gar nichts hinter. Das reparieren wir mal ganz schnell. So gut wie neu. Hier, Ja, perfekt. so gut wie Was haben wir neu. denn hier? Personal. Also ich kann mir wahrscheinlich gar nicht alles angucken, aber. Ist auch alles noch Work in Progress, wie ihr seht. Aber ich versuche mir natürlich einen größtmöglichen Überblick hier zu schaffen. Steingatterstraße, okay. Ah, aha. Custom Textures oder Maps. Ja, doch, Maps, genau. Sogar schön mit transparenten. Das ist ja richtig schön, aber da fehlt noch was. Dazu wollte ich nochmal was sagen, und zwar zu den Custom Maps, die werden jetzt nochmal erneuert. Sprich, die alten werden ersetzt und neue werden hinzugefügt. Habe ich mir schon vorbereitet. Ah, viel besser. So, gucken wir mal. Das ist auch schön gemacht. Diesen Globus. Your Network. Cool. Cool. Ich würde gerne mit der U-Bahn fahren, tatsächlich. Die U-Bahn sieht hier so schön schick aus. Seht euch das mal an. Davon erstmal ein Screenshot. Steingatter. Stimmt, wir sind in der Steingatterstraße. Das weiß ich ja noch. Da sind wir gerade rausgekommen. Jetzt kann man das hier steuern. Schade. Ist aber nicht so schlimm. Ihr seht schon, ich werde auf Schritt und Tritt verfolgt. Genau, ja, Ich natürlich. glaube wohl, dass ich hier irgendwelchen Schmarrn anstellen würde, aber das würde ich niemals machen. Vorsicht beim Einstieg, Vorsicht beim Einstieg. Ja, ich glaube. Wie ich da mit der gute Schild nochmal abgebaut habe. Ich soll beim Einsteigen vorsichtig sein. Wow! Oh mein Gott. Okay. Da glaube ich. Ja. Kann ich hier irgendwelche Knöpfe zum Explodieren drücken?
Weißt du, er läuft von einer Zuggruppe vorbei, obwohl die eigentlich offensichtlich ist. Anscheinend nicht. Aber ich kann hier irgendwelche anderen Knöpfe drücken. Und. Oho. Oh, wie cool. Leute, wir fahren. Und ich habe 100 FPS. Das ist mal eine Neuheit. Das finde ich ja cool gemacht. Das ist, glaube ich, wie die Technik bei The Joecraft im Redstone-Freizeit. Mann. Natürlich. Wann kommen wir an? Man hört einfach noch das Knopfdrücken, warum auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah, wir sind da. Zurück, leider ohne Animation. Ja, ist nicht so schlimm. Wir sind jetzt erstmal hier. Noch mehr Knöpfe zum Drücken. Was war das für ein Geräusch? Warte mal. Oh, ich sehe gerade, man sieht hier noch den Command-Block. Das müssen wir nochmal ausbessern. Oh, wie cool! Man kann das Ding hier einfahren, dass das dann. Oh, das finde ich ja cool gemacht. Ja. Mit Command-Blöcken? Nee, sogar ohne Command-Blöcke. Ich fliege da einfach so an ihm vorbei. Cool. Ich verstecke mich in. Nein. Verdammt, die sind zu schlau für mich. Oh, oh nein, schnell weg Oh, hier. Alter, die Tür gebrockt. Solche Türen finde ich natürlich immer schick. Das sah gerade ein bisschen. Ja, das sah gerade ein bisschen komisch aus, aber. Ist auf jeden Fall sehr schick gemacht. Nein, ich mache die Bilder nicht kaputt, aber trotzdem. Okay, schade. Schade. Aber merkt euch, Josef wird sie. Bruh, ich habe gerade gesehen, bei Gebäckshängen jetzt die Pizzen. Alle abreißen. Scheiße. Eingang, ja, Eingang. Das finde ich auch schick gemacht. Schön hier diese ganzen einzelnen Sachen. Ich muss mal eben was machen. So, dann ist der Chat nicht mehr die ganze Zeit damit voll. Ah, okay. Gemüse. Keine Angst, das schalte ich am Anfang. Am Ende mache ich das wieder an. So, kann ich hier irgendwo draufdrücken? Oh. Und man Ja. muss das gar nicht aus den unsichtbaren Itemframes klauen. Man kann das einfach mal. Man kann ja einfach draufdrücken. Und da oben geht das dann auf. Das finde ich ja cool. War eigentlich gar nicht gewollt. Ist halt eine Redstone und Trapdoors, kennt man ja. Ja. Oh, das, aber ich muss sagen, das ist ja mega cool gemacht hier mit, dass das alles einzeln so beschriftet ist wie in echt. Und das wirkt auch alles schön im Reinen, wie in einem Stil. Flaschen. Ja, ich kaufe mir mal was. Kann ich hier drauf drücken? Okay, man bekommt die Sachen anscheinend alle geschenkt. Ah, ne, hier sind die Kassen. Items, hier. Klar, meine Flaschen. Die, warte. Die habe ich. Ich habe rein zufällig 64 Flaschen dabei. Flaschen waren hier hinten. Genau. Flaschen kann ich hier abgeben. Probieren wir gleich mal. Also. Geil, auf jetzt plötzlich die Zahl anders ist oder so. Wupp. Hallo, meine Flaschen. Kriege ich jetzt auch was zurück? Hallo, Flasche? Nö. Also wirklich, die geben mir nichts zurück. Okay, es sind auch Glasflaschen. Hui. Hier, nehmt alle meine Flaschen. Oh, es sind alle weg. Interessant gemacht. Und hier sind die Flaschenkisten. Kann ich die einfach klauen hier? Ist hier was drin? Richtig Die toll. ganzen alkoholischen Getränke. Kann ich die irgendwie. Muss ich wahrscheinlich auch drauf werfen. Ja, die werden auch abtransportiert. Sehr cool gemacht auf jeden Fall, das mit den Flaschen. Jetzt gehe ich mal zu den Kassen. Hier. Das will ich kaufen. Ah, okay, gut. Okay, mal sehen, ob ihr merkt. Mal sehen, ob ihr es merkt. Lol, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und? Super, gekauft. Dafür bekommen sie das hier geschenkt. Jetzt sieht von Snow Schnell weg, schnell Laboratories. weg, schnell weg. Ja. Doch, habe ich. Flüchten, flüchten, mach die Tür. Die Tür geht trotzdem auf. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Doch, ich habe alles ganz klar bezahlt. Oh, wie cool. Warte, den Alte. Command will ich mir. Also die Itemscanner, die waren schon ein bisschen Arbeit. Oh, ihr seht, hier ist ganz, ganz viel Technik drunter. Aha.
Bereich. Schau, schau, schau wo? Schau, schau da. Ah. Ach so, ich verstehe. Ihr seht aber auf jeden Fall, das Inventar nicht leer ist. Hier sind ganz viele. Ganz kompliziert. Ihr seht, hier ist ganz viel Technik und auch ganz viel Gedanken sind da drin. Ich will aber nochmal die coole Animation hier sehen, wie das hier lang fährt. Ich höre keinen Beep-Sound. Normalerweise kommt ein Beep-Sound, das finde ich frech. Ja, wie gesagt, der kommt noch. Oh, okay, gut. Ich habe einen Beep-Sound gehört, er steht hier im Chat. Das reicht mir auch. So, ich geh dann nochmal. Warte, ich will jetzt was probieren. Ah nee, die haben da Barrier-Blöcke drüber gemacht. Ja. Ganz klug. Die anders ausbrechen. Juhu. Eigentlich ist es ja nicht der Sinn, aber naja. Schnell flüchten, bevor die was merken. Also ihr seht, hier ist ganz viel Arbeit auf jeden Fall in diesen Supermarkt geflossen. Sehr cool. Stuff only. Ach. Oh. Stuff, oh, es wird anders geschrieben. Tut mir leid. Steph only. Oh, wenn da Stuff only steht, da ist es ja nur Items und so. Oh, lol. Aber. Er hat's korrigiert. Tut mir leid, aber. Oh, geil. Ich bin der. Ich muss dauernd alle Leute korrigieren. Tut mir leid. Oh, Mann. Also wirklich. So, schick. Jetzt ist auch schick. Falsches, ja. Falsches Item hier nehmen. Was macht das? Was macht man hier rein? Karotten? Ich mach da mal lieber keine Karotten rein. Was passiert hier? Okay. Aua. Diese Tür. Ah. Jetzt aber. Ja. Und mein Ausweis wird aufgegessen. Ja gut, da muss ich mir auch nochmal gucken, weil man sieht ja nicht, dass der Ausweis eigentlich dann hier unten runter rauskommt. Also muss nochmal korrigiert werden. Der wird aufgegessen. Laden zu, laden auf. Brünnen. Auf den habe ich verloren wahrscheinlich, ne? Oder der ist der hier drin. Ist der hier? Ach, hier ist der. Das hast du mir geklaut. Ja, damit. Danke. So, das ist mein Ausweis. Ich bin ab sofort Mitarbeiter. Ja, eigentlich nicht. Hast du so bekommen. Dann Licht. Licht für wo? Licht für überall oder Licht für hier? Gut, Licht für hier anscheinend. Sieht man doch. Ah, das ist lustig. Brunnen an, Brunnen aus. Bleibt die Lampe an, oder? Nee, die bleibt aus. Nee, die geht an und aus. Brunnen. Ah, der Brunnen. Und ich habe mich, glaube ich, geirrt. Das Licht geht tatsächlich überall aus. Oder ist der Laden zugemacht? Ich weiß es nicht. Ja, ich will noch nichts Falsches machen. Hier, müssen wir hin. Jetzt möchte ich den Brunnen wieder anmachen. Ach, der Laden ist zu. Okay, gut, ich verstehe. Das sieht man doch an den Türen. Schick. Schick. Ich will den Laden wieder aufmachen. Gucken, was passiert. Dann seht ihr, das Licht geht überall an. Die Türen gehen hier auch auf. Ja. Ich weiß nicht, ob der Brunnen explizit angeht, aber den kann man auf jeden Fall auch steuern. Nee, der Brunnen ist separat. Also. Coole Technik. Laden zu, Licht aus, Brunnen aus. Mal sehen. Ja, da hinten ist ein Bug, glaube ich. Funktioniert. Die man so ganz leicht im Hintergrund Musik hört. Ja, die Haupttür geht auch nicht auf. Sehr schön. I'm proud of you. Das habt ihr sehr gut gebaut. Ja. Aber ich will mich ein bisschen weiter umgucken. Ach, das gehört auch noch alles dazu. Ach, ich verstehe. Das heißt, wenn ich den Laden aufmache, was ist das? Wie geht das auf? Ist das was anderes? Muss ich hier noch irgendwo drauf drücken? Ja. Wahrscheinlich schon. Aber hier kommen wir doch auch bestimmt anders rein. Er läuft dreimal an dem Knopf vorbei. Und einer bösen Tür, die mich aussperren möchte. Okay, sehr schön. Die Geheimnisse. Boah, hier seht ihr alle Geheimnisse dieser Einsendung.
Jetzt habe ich alles preisgegeben, verdammt. Nee, noch nicht alles. Also, wir haben hier schicke Outfits. Aber das muss ich hinlassen, er hat diesen Abschnitt drin gelassen, hat er eigentlich gesagt, also du hast ja eigentlich gesagt, dass du es rausnimmst, aber schön, dass es drin ist. Kann man von außen betrachten. Ich will das da haben. Mal sehen, wo es das hier gibt. Der freundliche Kassierer, der mich die ganze Zeit stalkt, der hat noch mal ab zu einem anderen Laden, habe ich doch gerade gesehen. Was? Weh, ich war doch nicht in dem anderen Laden. So, und wieder zurückpacken. Ne, wir sind ja nicht böse. Ich will ja nicht, dass das kaputt geht. Klauen wir das hier. Dann. Das habe ich jetzt aber gesehen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Das packst du noch schön zurück. Oben sind noch hier und die Hosen. Wo sind die Hosen? Die Hosen. Ach, da sind die Hosen. Hose. Meins. Und jetzt muss ich in die Umkleidekabine. Das hat er auch nicht zurückgetan, also echt schämlich. Aua. Hier kommen wir sympathisch rüber. Warum? Also, weggucken. So, einmal anziehen. Und wie sehe ich aus? Wie, okay. Ja. Okay. Finde ich ziemlich schick, muss ich sagen. Steht mir. Ich glaube, so, jetzt kann ich mein Schild auch wieder mitnehmen. Okay, da hat er es zumindest wieder entfernt. Also, nicht zu meckern. Ich glaube, das kaufe ich. Das will ich haben. Hallo, Herr Stalker-Kassierer, ich hätte gerne alles. Hier. Hier. Hier und... Klauen Sie gerade meine Klamotten. Scheiße, jetzt habe ich das hinter das Kassenband, glaube ich, geworfen. Ja, wie? Genau. So, und jetzt bin ich modisch schön ausgestattet. Jetzt kann ich mir das alles anziehen. Und jetzt sind wir richtig schick angezogen. Aber da bin ich gleich erstmal in... Tschüss, Herr Stalker-Kassierer. Nee, ich treffe Sie noch in einem anderen Laden. Ah, das sind die Einkaufswagen. Das verstehe ich erst jetzt. Was haben wir hier? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Werden wir hier durch Raum und Zeit teleportiert? Ja, werden wir. Bin ich jetzt gelandet? Rot ist offen. Ja, stimmt, Rot ist offen. Habe ich Rot gerade geöffnet oder ist Rot gerade von alleine offen? Egal. Ich habe Knöpfe gedrückt und jetzt ist Rot offen. Das war mein Verdienst, das sage ich jetzt einfach mal so. Hier haben wir wieder dieses schöne Ladendesign. Hier kann ich Pilze. Auch nicht. Bin ich zu tief jetzt nicht. Ja, das ist geil. Ja, der versucht durchzukommen. Geil. Das ist cool gemacht. Das ist. Oh, Leggy. So. Ihr wisst selbst, dass die Technik irgendwie funktioniert. Ich bin nur zu doof, es rauszufinden. Hier habe ich meine 64 Melonen. Also. das hier ist auf jeden Fall ein sehr cooler Mall-Komplex, wie ihr seht. Hier kommt vielleicht sogar noch mehr hin. Ich kann mir vorstellen, dass man hier noch vielleicht sogar irgendwie mit Pferden reiten kann oder so. Ich weiß nicht. Aber. Ne, ja, der Bus. Der Bus war ja zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet, weil er sonst den Server zu sehr beeinträchtigt hätte. Also. Ein sehr cooler Mall-Komplex, wie ihr seht. Hier kommt vielleicht sogar noch mehr hin. Ich kann mir vorstellen, dass man hier noch. Vielleicht sogar irgendwie mit Pferden reiten kann oder so, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Habe ich ja gerade zurückgespult? Mallkomplex. Pferden reiten. Ihr habt gerade wahrscheinlich schon gesehen, ich laufe hier einfach so überall drüber. Richtig Pizzeria. Richtig. Aber ihr habt gerade gesehen, das Pizza Hut. Pizza Hut. Wer hat das? Pizza Hut, bitte, ja. Dieser Pizzaladen hier, schätze ich. Möchte gerne, dass ich bei ihm Pizza esse. Also nehmen wir uns ein bisschen Redstone. Und... ich pack mal einen da rein und guck, was passiert. Jetzt ist es zu. Und wenn ich da eins reinpacke, ist es wieder... Ah, so. So kann man es machen. Ich verstehe. Genau. Damit kann... Das ist praktisch die Schlüsselkarte. Die ich jetzt weggeworfen habe. Nee, da ist sie noch. Ist ja auch ein... Käufer. Hallo, Herr Stalker-Käufer. Geil, Alter. Er sagt so, hoffentlich sehe ich ihn in einem anderen Laden wieder. Tada. Sie war noch schon vorhin im Klamottenladen und im Lebensmittelladen. Klappe da hinten. Ich hätte gerne einmal Pizza aus diesem Pizzaladen. Wäre das...
Wäre das in Ordnung für Sie? Sieht man diesen. Das ist ja schön gemacht. Ein Pizzaschieber. So. Werfen Sie hier die Pizza auf den Boden? Doch, das hat geschehen. Oh, geil. Warte, ich weiß, was da passt. Hygienestandards. So. Das sind die Hygienestandards. Oh Mann, ey. Lecker Pizza. Sehr, sehr schmackhaft auf jeden Fall. Schmeckt nach Boden. Oh, und Wasser. Schmeckt nach Boden. Ah. So, jetzt ist der Pizzamann weg. Jetzt machen wir was ganz Verbotenes. Vielleicht gibt es im Lager noch mehr Pizza. Nope. So, hier ist die Försterei. H. Yay. Abschnitt H, Viertel H, ich weiß es nicht, aber ich finde es cool. Die Försterei, die hat auch wirklich sehr viel Nerven beansprucht, weil diese kompletten Structure-Blöcke, die ich da eingebaut habe, die haben echt nervig. Ist der Typ aus dem Pizzaladen schon wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser Stadt wohnen nur 3 Leute. Das müsst ihr euch nochmal angucken. Habt ihr diese Animation? Oh. Ja gut, das hätte man vielleicht dran schreiben sollen, das Tor schließt automatisch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ich das jetzt aufgemacht habe, aber das ist eine wunderschöne Animation, wie dieses Tor aufgeht. Das muss man sich mal angucken. Also hier haben wir... Hier kann ich das noch zumachen, oder? Oder geht das hier auch auf? Nee, hier geht's... Beides. Hier geht's auf und zu. Oh Mann. Ja. Vielleicht. Oh. Das ist ja cool. Screenshot. Erstmal alles Screenshot, das kommt alles ins Thumbnail. Kann ich hier noch mehr steuern? Leute, das Schild fehlt damit. Das hier ist nur Deko. Oh, das ist Deko. Das ist natürlich, das kann auch sein, dass es Deko ist, aber das ist ja cool gemacht. Das will ich nochmal sehen. Aber man merkt, die Performance geht da schon ein bisschen runter. Hör das hier mal an. Natürlich ist Minecraft ein bisschen schwierig, weil das nur Roblox-Animationen sind, aber... So, das Tor hat sich auf wundersame Weise selbst repariert. Aber das... Und da kommt das wieder runter. Und lässt nebenbei noch ein paar Schienen fallen. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Seht euch diese Animation bitte nochmal an hier. Ah... Das ist cool. Lass noch so. Also, so eine Försterei hätte ich auch gerne. Stop. Get some help. Baum. Hab ich verpasst? Warte. Ah. Oh. Also, der Baum. Sieht traurig aus. Ja, ein bisschen schon. Also, provisorischer Baum. Baum denkt sich einfach, er will nicht mehr. Ah, oh, der Baum will doch wieder. Nee, Baum. Hallo, darf ich den Knopf bitte? Nee, du willst nicht, Baum. Oh Mann. Wie der so Block für Block so um, ey, das ist mega cool. Das gefällt mir. Der Baum, der will's ab. War auch 4 Arbeit, sag ich nur so, ne? In meiner Hand. Ach, Snowman, Alter. Ich habe sehr viel mit Blockanimationen gearbeitet. Hier ist ein Aufzug und hier ist nicht. Ist das eigentlich ein Flip-Flop? Oder ist das... Ja, das ist ein Flip-Flop. Flip-Flop-Flop. Ist das ein Teleportation? Ja, es ist ein Teleportationsaufzug. Man kann ja nicht alles im Leben haben. Hier gibt es noch ganz noch so viel mehr. Stimmt, das habe ich aber schon gesehen. Das habe ich im Stream gesehen. Wenn man da drauf drückt, dann fährt der Baum hier lang. Braucht man auch
Geräusch? Ja, die Geräusche hat er ja gesagt, die konnten da jetzt nicht mit aufgenommen werden, warum auch immer. Aber ist ja nicht so schlimm. Also, ihr seht, wenn man hier drauf, ich mache das nochmal, dann wird das erst zerteilt hier mit dieser Säge, dann wird es, so schnell kann ich gar nicht gucken, dann wird es in Bretter verwandelt und dann wird es klein gehackt und reingemacht. Auch schönes Detail, dass die Sägen anders sind. Ja. Das hier war auf jeden Fall eine sehr coole Map und das hier sind auch alle die Ersteller und jetzt. Ja. Aber das hier sind die Ersteller, die gerade da sind. Und deswegen. Wie man uns da leider nicht gehört hat, irgendwie dumm. Wir bekommen natürlich auch ein bisschen Credit. Da drücken wir mal auf dieses Schild. Wo kommen wir hin? Ah! Aztur. Aztur. Kennt ihr ja? The Red Gamer kennt ihr auch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen langsamer, sonst kann man gar nicht alles sehen. The Dogcraft haben wir leider nicht gesehen, aber der war der mit dem Laden. Tut mir leid, dass das nicht funktioniert hat. Simi Junior, und Ice T-Bear. Lustiger Name auf jeden Fall. Vielen Dank für das Anschauen der Map. Ja, ich muss mich. Nimm das Schwert weg. Ah, besser. Ich muss mich bei euch bedanken, dass ich das hier sehen durfte. Und ich freue mich wirklich, dass hier vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr hinkommt. Das könnten wir uns vielleicht auch angucken. Aber natürlich hoffe ich auch, dass diese. Also bestimmt, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen. Also kannst du schon mal drauf einstellen. Einsendung dann als Einsendung auch bei Josef drankommt. Hoffen Zum was. Abschluss kommen wahrscheinlich noch ein paar Worte hier von The Red Gamer, aber nicht von The Red Gamer, sondern von diesem Schild als The Red Gamer verkleidet. Die hören wir uns mal an. Guten Tag, ich bin der Red Gamer und habe einen Großteil in diesem Projekt mitgebaut. Ich war für die Hauptcommand- und Redstone-Technik verantwortlich. Außerdem hoffe ich, dass das, was du gesehen hast, dir gut gefallen hat. Liebe Grüße. Auf jeden Fall. Es hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr gerne sehen wollt, mehr von ihm, dann könnt ihr natürlich auch auf seinem YouTube-Kanal, der unten in der Beschreibung ist, oder auf meinem Kanal verlinkt, vorbeischauen. Ich würde sagen, we call it a day. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Bleibt cool. Ja, muss ich sagen, fand ich eine sehr schöne Vorstellung. Wir haben jetzt ordentlich eine halbe Stunde. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde das nochmal auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Und macht's gut und ciao, euer Red Gamer.